Hallo an alle. Mein Name ist Sonja Zaratnik. Ich bin eine Mitarbeiterin der Wien Energie und für die Corporate Startups www.sparox.eu und Sparox 3D verantwortlich. Mein Name ist Philipp Bink und ich bin technischer Projektleiter von Sparox 3D. Wir verwenden die additive Fertigung seit über 2 Jahren für die Herstellung von solchen Ersatzteilen, die nicht mehr verfügbar sind, oder für Optimierungen, weil wir dadurch viel Geld und viel Zeit sparen können. Für uns ist die Technologie so zukunftsversprechend, dass wir sie auch in den einzelnen Konzernunternehmen der Wiener Stadtwerke implementieren. Hier optimieren und fertigen wir durchgehend die benötigten Bauteile. Wir verwenden sowohl Polymere als auch Metallfilamente. Für die Bauteile aus Metall verwenden wir das Metallfilament von BASF. Durch die mögliche Realisierung auf Desktop-Druckern können wir höhere Einsparungen erzielen als bei Pulverbettverfahren. Das Material 17.4 pH wird zum Beispiel für Spannelemente bei Photovoltaikanlagen eingesetzt oder im Werkzeugbau für Spezialwerkzeuge. Vor allem die Härtbarkeit ist ein großer Vorteil bei diesem Material. Wenn auch Sie diese Technologie in Ihrem Unternehmen implementieren möchten, dann unterstützen wir Sie sehr gerne mit der Fertigung der einzelnen Bauteile oder mit der Implementierung in Ihrem Unternehmen. Sie können uns jederzeit über www.sparox.eu erreichen. Wir freuen uns schon auf Sie.